So, okay. Kurz Folge schneiden, rendern und hochladen. Und dann ab zum nächsten Termin. Ich habe nämlich noch ultra viel zu tun diese Woche. Ich hoffe, die Jungs haben den Ball ein bisschen flach gehalten. Gucken wir uns mal an, was David so gemacht hat. Wir sind vier Klicker und durchstreifen die World von Mario 3D 2020. David in 3D World, der chaotische Hübi, dreht an seinem Glücksrad. Oh my fucking goodness, als ob. Okay, aber niemals hat Hübi nachgezogen. Never ever, in keiner Welt würde Hübi auf so einen Scheiß antworten. Bist du jetzt sauer, Bro? Dass wir crazy Videos machen und das pausenlos, dass du ein kleiner Punk bist und wir riesengroß. Mach dir keine Hoffnung, Bruder, unser Level viel zu hoch. Willst du mit uns chillen? Träum weiter, Kleiner, auf unserem Level. Ich schau mal. Keiner, 16 Zeilen eingerappt, meine Puste unvergleichbar. Jetzt viel Spaß mit der Folge und lass noch ein Like da. Seid ihr ready, David? Bist du an? Ich bin ready. Hübi, hast du an? Ja, ich hab an und ich kotze gleich. Let's go! Wir kotzen gleich, liebe Freunde, willkommen zurück zu Super Mario 3D World Glücksrad Challenge. Das und Co-op da bin vergessen. Und das sind die anderen. Hallo! Freunde, was geht? Wir sind hier und spielen Mario 3D World in der Co-op Challenge. Let's go! So, Guys, ja. Jetzt holen wir uns erstmal Items ab, weil dann geht's nämlich ins Castle für uns. Let's Meine go. Freunde, wir haben uns mächtig Wasser in den Bauch gehauen und jetzt sind wir alle krank, Alter. Schaut auf jeden Fall die letzte Folge an. Als ob. Yes. Tschüss. Alter, geiziger Tod, Mann. Junge, geiziger Dreckspilz. Du kannst auch ins Lager gehen, wenn du möchtest. Freunde, ich finde, da wir uns am Anfang eines Parts befinden, sollten wir erstmal Revue passieren lassen, was passiert ist. Stimmt. Weil es ja ein 100% Walkthrough. Beim letzten Mal haben wir die Level 37, 35 und 3 Mario Kart abgeschlossen und haben dabei alle Grünsterne und Stempel gesammelt. Digga, nicht dein Ernst, ich hab schon wieder das Schloss. Du hast die Highlight-Folgen, Diggi. Was los? Ist da los, Mann? Final Bowser, Final Bowser Fight World 3 in 3D World. Oh boy. Ich glaube, das Geile ist ein Scrolling-Level. Ich hoffe, dass Sefi wieder ein Schnell hoch! Oh! Hoch. Mario! Hello! Running! Bruder, danke! Wow. Digga! Oh ja, shit! Das war eine Torvorlage! Ist Sefi gerade gestorben? Nein, Hallo? Ich bin hier. Ich bin nicht da hinten, war ich. Die ganze Zeit. Okay. Das ist jetzt wieder so ein Richter-Toad-Moment. Ja, das ist so. Jetzt ist er gestorben! Hier bin ich, Digga. Hier ist gestorben, Digga. Ich hab's in meinen eigenen Augen gesehen. Die waren vorhin bei Krone 0 Leben und jetzt sind wir bei Krone 99. It's me, ML Mario. It's me. Da bestraft uns nicht dafür, Sephiroth. Ach, herrlich. Und Sephiroth? Ein Instagram-Bild posten. Bis zur Veröffentlichung der Folge. David, was hältst du von dem Bild vom Scheißhaus? Einfach ein Bild, ja, wo du auf der Toilette sitzt. Würde ich gut finden? Ich habe auch eine lustige Idee, aber wir können auch erst die Scheißhaus-Idee nehmen. Hau raus. Wir müssen uns ja abstimmen. Also, meine Idee wäre es, wenn Sefi so ein Spiegel-Selfie macht, wo er seinen Arsch ein bisschen rausstreckt und schreibt, ich habe eine neue Handyhülle. Ja! Wie lange muss man das drauf lassen? Ja, einen Tag mindestens, oder? Ja. Also kann man auch eine Story machen? Nein, Bruder, keine Story. Nee, Bild. Muss ein Post sein. Okay. So einfach so in so 45-Grad-Winkel, das Bein vorne so leicht angeknickt. Mit dem Mario-Mustache. Ja, natürlich. Und dann, ich habe eine neue Handyhülle. Ja. Okay, und Arsch aber rausstrecken. Okay, ja, cool. Okay. Alright. Ja, dann zeige ich euch gleich mal, ne? Dann seht ihr es wahrscheinlich jetzt hier eingeblendet oder so. Keine Ahnung. Ich bin gespannt. Nimm den Item. Oh, nochmal, Bruder. Ich hab's aus den eingesammelt. Aber es kommt wieder ins Inventar. Hey. Hier ist Stehler, Alter. Oh, shit. Alter, holy riesiger Kugel-Rilly. That's what she said. Aua! Wow. Wow, du hast ja einen wirklich großen Kugel-Rilly.
Ich finde es ein bisschen pervers. Oh shit, stopp, nicht da rein, nicht da rein. Okay. Oh. Ich weiß nicht, also es hätte auch sein können, dass es hier weit... Nein, als... Oh, shit. Ja, wir gucken mal... Oh, Stempel. Nee. Oder nicht? Hallo, ja. Toad? Okay, ja, sag mir mal dankbar, Freunde. Doch richtig? Ich glaube, es war richtig. Oh, ja, süß. Stopp, ja, da unten ist doch safe was, oder? Da unten, Stempel. Jawohl, okay, ja, und jetzt ja, ab in die ja, Röhre. Ja. Ich bleib hier unten. Digga, Alter, das war übel gut, der Play. Alter, das war ein Speedrun. Das war wirklich auf Speedrun-Basis. Okay. Molly Weasley gefällt das nicht. Tschüss! Sie packt die Shuriken aus. Hä, aber ich dachte, hier hätte Bowser wieder kommen müssen. Okay, krass. Bäm! Okay. Irgendwie erklär mal, wie kann man diesen Gegner am schnellsten besiegen? Alter, was ist jetzt passiert? Also man achtet auf jeden Fall, man muss auf die Farbe des Wurfsterns achten, um den echten rauszufinden. Und dann muss man schon quasi, bevor sie ihren Shuriken wirft, den B-Knopf gedrückt haben, um einen Sprung zu machen. Okay. Und dann versuchen, auf ihrem Kopf zu landen, um einen Gegentreffer zu erzielen. Bei 3 Gegentreffern stirbt dann der Gegner. Ah, sehr interessant. Wie würdest du mir empfehlen, das zu trainieren, wenn ich es auf Anhieb nicht hinbekomme? Frag deine Mutter, ob sie es mit dir macht. Okay, mach ich. Danke, Mann. Danke für den Tipp. Kein Problem. Du kannst auch mein Let's Play von damals gucken. Ich habe mittlerweile jedes Spiel 3-mal auf meinem Kanal. Geil. So, Freunde, wir kommen jetzt zum Warenbus. Da kommt nämlich ein unbekanntes Flugobjekt angerattert. Und das Zirkuszelt steht quasi schon für Glücksrad. Ja, im Prinzip schon. Ist das ein UFO? Ist es die Spilo? Ist es Monte? Ja, wie Monte ist das? Eige. Von Zischel gewährt eine Audience. Okay. Ja. Warum grabst du immer jemanden? Stopp! Erstmal gucken, weil ich am Anfang direkt sprinte. Oh, nice! Cat! Warte mal, hier gibt's wirklich eine Speedrun-Taktik. Pass auf, Guys. Watch out. Ich zeig euch jetzt, wie das Leben funktioniert. Okay. Ab in die Manege. So, ich skipp das. So, Guys, ihr müsst euch neben ihn stellen. Dann einen Drehsprung machen. Und dann kommt ihr irgendwie auf seinen Schädel hoch. Okay, das war schon beeindruckend. Okay, ich komme irgendwie nicht hoch. Man muss Luigi sein, glaube ich. Ich glaube, man muss Luigi sein. Ich habe ihn getroffen. Oh, yo, es hat geklappt. Jawohl. Weil Luigi springt höher. Irgendwie, du machst das, oder? Also jetzt nicht drauf, jetzt noch nicht drauf. Jetzt macht er nämlich hier so Lava. Genau, jetzt kannst du wieder auf ihn hoch. Ja, ich habe auch gelesen, dass Toad schneller ist, Luigi höher springen kann und Mario voll der Trottel ist. Los geht's, Luigi. Do your job. Wir nehmen nicht die normale Taktik, aber das Item nehme ich mit. Nein! Oh, Kacke! Die Ballerina-Ausbildung war nicht die beste! Alter, wie oft hast du jetzt... Bist du Profi 3D-Speedrunner? Ja, ich stream's immer Sonntagvormittags. Seit einer Woche. Let's go! Dabei ist es gar kein Speedrun. Mann, Luigi! Du musst ein bisschen in Richtung seiner Nase, also du musst eher vorne als hinten. Okay? Ah, shit. Okay. Oder ich mach das, kein Problem. Ja, mach die mal. Oh, er ist weg! Aber da ist ein Item, das nehme ich jetzt mit. Und jetzt Fly Ray! Jawohl! Digga, ich höre mich auch irgendwo doppelt. Ja. Seht ihr, kommt das überhaupt über? Ich bin da! Digga, er ist bestimmt so halb am Einnicken die ganze Zeit. Ja, echt so. Der Kopf so echt nach vorne. So fällt immer nach vorne, fällt immer wieder auf. Ich try harder einfach gerade, dass ich nicht verreck, Mann. Aber ich freu mich auf den Kopfsnacker. Ich hab heute schon genug gemacht. Sephiroth hat mal wieder das Tier nicht an. Ach, herrlich, Alter, herrlich. Level beendet! Ich freue mich schon auf die erste Aufnahme, in der Sephi ausgeschlafen ist. Vielleicht an dem nächsten Projekt. 2022 zu Richcraft in Wizardry 2. Here's a me! Head of the sleep! Wow, es ist so heiß in dieser Wüste. Wir sollten erstmal die Röhre betreten. Ich glaube, da kann man den Pixel-Luigi sehen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Wartet, lass mich gucken. Ja, doch, seht ihr ihn?
Seht ihr Pixel? Wow! Wo? Ach, da hinten, ja. Ja, da musst du die Facecams wegmachen. Das ist das Welt 4. Oh mein Gott, Alter. Die ist aber genauso groß wie alle anderen. Dafür war die Röhre da. Ja. Genau, damit du den Pixel Luigi siehst. Das ist ein super Secret. Da freut sich der Zuschauer, wenn er geheime Infos über das Spiel erfährt. Oh, das ist aber, ja, aber die Mucke hier ist super geil. Secret, ey. Die Mucke hier ist übel geil. Kann man auf jeden Fall so abweiben. Junge, jetzt, stopp, jetzt viben. Alle, ich will die Bubble. Wow, Bubble. Ich bin auch wieder im Goldfisch-LP. Digga, was ist das denn da? Aber kennt ihr das auch in Screens? Sefi, was machst du? Digga, ich renne um mein Leben, Digga! Kennt ihr das auch, dass ihr in Streams, ihr antwortet auf eine Frage und eine Minute später wisst ihr nicht mehr, was ihr erzählt habt? Ja, das ist Digga, andauernd. Ja, Mann! Digga, dieses dreckige 3D ist kein 3D, was ist das? Schau mal, ich kletter an der Wand wie ein Affe. Und dann? Wer kennt's nicht? Ich kletter an der Wand wie ein Affe. Ich kletter an der Wand. Nicht wie eine Spinne oder so, wie ein Affe. Ja, Digga, hast du doch nicht. Schau mal schon wieder. Warum geht denn der weg von der Scheißwand, Alter? Ich bubble mich jetzt einfach. Hör mal, ich. Sebi, kannst du dich bitte bubbeln? Tu mir bitte den Gefallen. Oh, ich bubble, da oben könnte was sein. Wir haben noch keinen Grundstein, ne? Aua! Oh, ich hab dieses 3D nicht, Mann. Beunruhigen die Energy. Oh, mit Stempel. Wow. Easy, Alter. Oh, shit. Yippie-yay. Das ist ein Item, yes. Guys, Eskalation. Warte mal. Hier oben? Ja, safe. Sefi zurück. Yo. Ich töte Viecher so wie... Ja, du, Kammerjäger. So wie Affen. Ja! Nein! Nein! Oh Mann! Ich hasse den Multiplayer. Hey, was ist passiert? Ich hab's nicht mal mitbekommen. Ich hab nur den Todessound gehört. Ich hab die ganze Zeit versucht, die Wand hochzuklettern, aber die Kamera hat sich so scheiße bewegt. Das war ein Satz mit X. Okay, aber es ist was Neues, aber nichts Schlimmes. Nächstes Level ohne Power-Ups. Ja, okay. Oh. Kann man machen. Ja. Aber kann ich eine neue Bestrafung bekommen? Ja, das ist ja quasi die Bestrafung, dass du quasi auf nicht auf irgendwelche Dinge zurückgreifen kannst. Okay. Also quasi wir machen dieses Level ohne Power-Ups durch. Okay. Und hier Bubble chillen ist nicht drin, ne? Das kriegen wir mit. Aber Pilz darfst du nehmen. Du darfst halt nur nicht, Ding, ne? Nee, Bruder, ich mach das so. Easy. Aber da kann ich, glaube ich, One LP. Ja, warte. Kein Problem, tschüss. Jungs. Nice. Ich habe uns die Röhre geholt. Oh, David, möchtest du das machen? Nein, Spaß, alles gut. Soll ich? Nein. Willst du? Hast du Eier? Ich hab Eier. Ach, scheiße, Moment. Es kann ein bisschen dauern, weil mein Herz schlägt schneller, als wenn ich verliebt wäre. Er hat Bam! Eier so wie Hahnenzüchter. Digga, du musst keine Wandsprünge machen, einfach nur. Mach ja, Digga, ich probier's doch! Das ist dieses 3D, ne? Das ist das verwirrende 3D! Dieses 2,5. Nein! Ja, egal, scheiß drauf, Alter. Ich hab Eier bewiesen, komm, nächste Bestrafung. Junge, jetzt ist David richtig pissig. Ja, ich hab Eier bewiesen, scheiß drauf, Alter, gar keinen Bock mehr. komm, ohne Power-Up. Oh, okay, bist du ready? Ja. Okay. Was möchtest du für ein Beat? Einen dunklen, einen emotionalen, einen abweibenden, einen gute Laune Beat? Gib mir so einen Protz Beat. Okay.
Trotz. Okay, let's go. Ich cruise im Panamera, bin besser als dein Lehrer. Ja, Lehrer. Suche dich heim, wie Gespenster. Cruise, ich fahre sie zu, ich fahre im Benzer. Digga, das war das krasseste Thema. Das war wirklich gut. Das war stabil. Digga, vierfach Reim. Und mit stabilen Adlibs und einem abweibenden Beat. Digga, warum sind wir keine Musiker? Warum sind wir keine Musiker geworden? Ja, ab ins Studio, Jungs. Warum sind wir Billo-YouTuber, Alter? Warum sind wir keine fucking Rapper geworden? Ja, real talk, Alter. Aber ich darf trotzdem kein Item benutzen, ne? Nein. Scheiße. Egal, ich komm hier nicht. Ja, aber ich glaube, hier muss der eh nur so machen, ne? Oh, scheiße. Digga, das war's komplett. Komplette Rino wieder. Lol, ist da unten? Oh, scheiße. Item, guck mal, da unten ist doch was. Ah, ne. Oh, lol. Alter, ich stand klein auf den Stacheln. Hey! Ich hab gerade ein Item rausgehustelt. Alter, die Zeit läuft bald ab. Auf der Motherland, Alter. Ja, genau. Ey, aber das ist richtig unfair, Mann. Ich war ist ganz da unten oben. Noch irgendwas? Kann nicht sein, Stempel, weil wir haben schon alles. Wir haben schon alles. Ja, haben wir alles? Ja. Oh, okay. Eine Rurre war da unten. Ja, aber das ist wie gesagt, Okay, okay. Aber du hast es mit gerade mal einem Tod geschafft. Das ist stabil. Sefi, stabil. Hey, Digga, ich nehm's. Bruder. Ja, nice. Aber damit sind wir schon wieder am Ende, guys. It's so Yo. Fix. It's so wow, amazing. Wow, so fast and furious. Jawollo. Freunde, das war's mit dem heutigen Part. Ich komm richtig in Fahrt. Das wird hart. Benutzt doch den Bogen, dann wird Bart. Hart gespart. Deine Freundin hat einen Bart. Ja, das ist hart. Shit, Digga. Bruder. In diesem Sinne, Friends, wiederschauen und reingehauen. Gehabt und, euch wohl, euer David. Euer Hübi. Euer Klettrio. Klettrio.